Vor den morgigen US-Arbeitsmarktdaten ist die Nachrichtenlage heute ein bisschen dünn. Umso wichtiger, was der Fed-Chef Jerome Powell gestern Abend in diesem Gespräch in New York gesagt hat. Und da waren ein paar Botschaften dabei, unter anderem dieser, wie ich finde, doch etwas seltsame Vergleich zwischen Bitcoin und Gold auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hatte der Fed-Chef auch eine Botschaft an die Märkte, die irgendwie nicht so richtig hören wollten. Aber das könnte eine große Auswirkung auf die zukünftige Fed-Politik haben. Warum, will ich gleich zeigen. Aber starten wir erstmal mit diesem Vergleich, den Paul gestern gemacht hat mit oder zwischen Bitcoin und Gold. Das hat den Bitcoin-Preis unterstützt, neben der Nominierung eines neuen kryptofreundlichen SEC-Chefs, aber diese Aussagen sind schon sehr, sehr merkwürdig. Wir sehen hier nochmal das, was Paul gesagt hat. Die Leute nutzen Bitcoin als spekulatives Asset, das ist unbestritten. Und jetzt ist es wie Gold. Es ist so wie Gold, nur digital. Leute nutzen es nicht als Form der Zahlung oder als Wertspeicher. Aha, damit widerspricht er schon mal vielen Bitcoinistas, die ja genau das glauben, dass es ein Wertspeicher sei. Es sei hoch volatil, auch das ist natürlich klar. Und es ist kein Competitor for the Dollar, weil eben praktisch als Zahlungsmittel nicht wirklich verbreitet. It's really a competitor for gold. Also es ist ein Konkurrent für Gold. Also wenn er jetzt sagt, der gute Jerome Powell, Bitcoin sei also spekulativ, ein Spekulationsasset, dann sagt er, wenn es wie Gold ist, dann müsste Gold ja auch ein Spekulationsasset sein. Und da würde ich mal ein bisschen widersprechen. Klar, es gibt auch jede Menge Spekulation in Gold, mit Gold, Papiergold, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Derivate, die um Gold letztendlich auch drum gestrickt sind. Aber Gold ist immerhin seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, ein Wertspeicher gewesen. Nicht nur, weil man das sozusagen als Inflationsschutz hier verwenden konnte, sondern es wird verwendet in Schmuck, es wird verwendet als Metall in der Industrie, kommt es zur Anwendung. Also es ist ja etwas, was durchaus physisch anfassbar ist, was physisch einen Wert haben kann, was eben ähnlich wie Bitcoin begrenzt ist. Wo genau die Grenze bei Gold ist, ist schwer zu sagen, weil man ja immer wieder Gold fördert, aber es ist eben nicht beliebig vermehrbar. Also Gold ist aus meiner Sicht eben nicht ein grundsätzlich spekulatives Asset, so wie Bitcoin. Da muss ich ja darauf hoffen, dass ein anderer mehr bereit ist zu bezahlen, als ich es war. Darin besteht mein Gewinn. Genau das ist ja das Spekulative bei Bitcoin. Und dementsprechend finde ich diesen Vergleich ein bisschen schräg. Wenn er das auf eine Stufe stellt, adelt das natürlich Bitcoin. Und man ist natürlich jetzt bei den Bitcoinistas völlig außer Haus, völlig aus dem Häuschen. Aber gut, es sei ihnen gegönnt, wenn sie denn eben dann Leute finden, die ihnen die Bitcoins zu einem höheren Preis abverkaufen. Donald Trump natürlich gleich, also congratulations Bitcoiners. 100.000, you're welcome, also praktisch die indirekte Aussage von Sid Donald, das habt ihr mir zu verdanken, und ganz falsch ist es nicht, denn diese Krypto-Euphorie ist ja mit dem Sieg von Trump richtig ins Rollen gekommen. Und wie groß diese Euphorie ist, sehen wir etwa. Standard Chartered hat gesagt, ja, Bitcoin wird sich verdoppeln bis Ende 2025, kein Problem, warum nicht, gell? Und dann sehen wir Michael Saylor von MicroStrategy, der hier dieses wunderbare Schneeballsystem mit Bitcoin betreibt. Ja, also Bitcoin wird auf 13 Millionen Dollar steigen. Aha, okay, also man sieht, man ist da bescheiden unterwegs. Wir sehen, dass das Kryptovolumen jetzt auf 10 Billionen gestiegen ist, das erste Mal im November. Dann kommt Bernstein und sagt, ja, also Bitcoin wird im nächsten Jahrzehnt Gold ersetzen. Also da ist man sich relativ sicher, es herrscht eine Euphorie, es herrscht ein Enthusiasmus, den man nicht so oft sieht. Dieser Enthusiasmus war deutlich kleiner, als Bitcoin deutlich günstiger war. Und ich habe mal hier eine ernst gemeinte Frage an die Bitcoinistas, die ja immer sagen, also wer kein Fan von Bitcoin ist, versteht Bitcoin nicht, ist klar. Aber hier mal jetzt diese Frage, nämlich eine gute Blockchain, und Bitcoin basiert ja auf Blockchain-Technologie. Da hat mich jemand mal angeschrieben und gesagt, also er sieht eine gute Blockchain, also auch wenn man so will Bitcoin, wie eine Gewaltenteilung in Legislative, Judikative und Exekutive. Er hat das dann weiter ausgeführt. Die Programmierer sind die Legislative, Code is Law.
Der Code ist das Gesetz. Dann hast du die Validatoren. Bei Bitcoin sind es die Miner. Das ist die Judikative, die entscheiden, wer nach den Regeln spielt, wer nicht und wie es weitergehen soll. Und du hast die Wallet-Entwickler, also die Exekutive, die die Regeln der Legislative durchsetzen. Fand ich einen sehr interessanten, sehr intelligenten Vergleich. Jetzt ist aber die Frage, ist es denn oder wäre es nicht denn möglich, dass man vielleicht doch irgendwann hergeht und sagt, naja, wenn jetzt eine Partei, ein großer Player möglicherweise eben Judikative, Exekutive und Legislative in seine Hand bekommt, das was Trump ja eigentlich gesagt hat, indem er gesagt hat, ich will, dass nur noch in den USA Bitcoin gemeint wird und so weiter und so fort, und dann könnte das ja bedeuten, dass man zum Beispiel auch sagt, ja gut, wenn jetzt diese Institutionen letztendlich entscheiden, warum sollten wir nicht noch mehr Bitcoin haben, als es eigentlich bisher festgelegt wurde, nämlich 21 Millionen, dann wäre es doch durchaus möglich, dass man diese Menge nochmal erweitert. Also ich meine das als sehr ernst gemeinte Frage, dass eben dieses in Stein gemeißelte Sein, was die Bitcoinistas ja behaupten, dass es nur 21 Millionen gibt und nie mehr geben wird, dass das möglicherweise ja eben, wenn diese Gewaltenteilung überwunden würde und diese verschiedenen Institutionen eben nicht mehr geteilt sind, sondern letztendlich in einer Hand sind, ein Interesse daran geben kann, dass man das Ganze ausweitet, noch mehr Profite macht, noch mehr Spekulationen anfachen kann. Und Spekulation ist das Thema hier auch bei solchen Shitcoins wie von Hawk Tour, die in den USA ja sehr bekannt ist, die hat ja Haley Welch, die hat ja so ein Meme-Coin rausgegeben und der Wert dieses Meme-Coins hat 500 Millionen Dollar erreicht, um dann innerhalb von 20 Minuten auf 60 Millionen Dollar zu crashen. Also es zeigt so ein bisschen Bitcoin oder diese ganze Krypto-Euphorie, diese ganzen Altcoins, all das, was da mit explodiert, das zeigt natürlich ein spekulatives Fieber vom Allerfeinsten. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Jerome Powell und seinen Aussagen. Was hat er gesagt gestern? Nämlich zur Wirtschaft. Die Economy is strong, is stronger than we thought it was going to be in September. Also die Wirtschaft ist stärker, als wir im September gedacht haben. Und die Abwärtsrisiken im Arbeitsmarkt, die haben sich nicht bewahrheitet oder haben sich nicht materialisiert. Jetzt muss man wissen, Paul könnte ja die morgigen US-Arbeitsmarktdaten kennen. Das würde, wenn dem so wäre, darauf hindeuten, dass die relativ stark ausfallen. Und dann sagt er auch noch, Inflation is coming a little higher, also die Inflation ist ein bisschen höher, als man erwartet hat. All das deutet für mich darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, die derzeit bepreist wird, nämlich 70%, dass die Fed am 18. Dezember die Zinsen senkt, vielleicht ein bisschen hoch ist. Ich würde sie nach diesen Aussagen vielleicht bestenfalls auf 50-50 jetzt taxieren, zumal wir heute dann den neuesten Atlanta Nowcast bekommen haben, also die Schätzung des BIPs jetzt im vierten Quartal. Und da ist ja nicht mehr lange hin, wir sind ja schon im Dezember. Die ist nochmal erhöht worden von 3,2 auf 3,3%. Also Wirtschaft viel besser, Inflation höher, wenn man das mal zusammenfasst. Also sollst du unbedingt die Zinsen senken, passt nicht so richtig zusammen. Also das könnte da nochmal eine Überraschung werden. Deswegen werden die Arbeitsmarktdaten so wichtig. Und bisher war es ja in letzter Zeit so, im Grunde seit dem Spätsommer, dass gute Nachrichten auch gute Nachrichten sind. Also gute Nachrichten aus der US-Wirtschaft, weil man sich sagt, naja, die Fed wird ja sowieso die Zinsen weiter senken. Ist doch gut, wenn wir dann auch noch gute Wirtschaftsdaten bekommen, weil dann haben wir No Landing oder Soft Landing und die Fed wird die Zinsen noch senken. Aber was, wenn das nicht passiert, eben die Zinsen nicht weiter sinken? Das ist eine interessante Perspektive, wie ich finde, zumal die Euphorie ja so immens ist. Wir haben jetzt 141 Milliarden Dollar im letzten Monat an Inflows gesehen in US Equities. Der größte Inflow, der größte Zufluss an Geldern jemals ever. Und wir sehen hier das Preis-Buch-Verhältnis vom S&P 500, also praktisch Marktkapitalisierung zum Buchwert, sehen wir auf Niveaus, auf denen wir zuletzt im Jahr 2000 waren. Aber die Party wird unbedingt weitergehen, unbegrenzt weitergehen, denn Trump ist ja jetzt der designierte Präsident und dann wird alles richtig schick. Wir sehen, dass das, was jetzt da im November reingeflossen ist, etwa auch in ETFs, in US-ETFs, dass das mit 155 Milliarden Dollar
mehr das Doppelte ist als in den letzten 10 Monaten durchschnittlich. Also das ist schon eine wahnsinnige Spekulations-Euphorie, die sich da aufgeblasen hat. Und Jason Gepfert hat Interessantes bemerkt. Wir haben gestern oder haben die letzten 3 Tage ja heute auch wieder ein neues Allzeithoch im S&P 500 erreicht. Und das, obwohl an diesen 3 Tagen, an den letzten 3 Tagen, wo der S&P 500 jeweils ein neues Allzeithoch erreicht hat, praktisch mehr Aktien gefallen als gestiegen sind. Das hat es in den letzten knapp 100 Jahren bisher nur 3 Mal gegeben. Zuletzt eben im Jahr 2000, seltsamerweise, und dann im Jahr 1929, gell? Also und dann einmal noch dazwischen. Aber das ist schon ein ziemlich seltenes Ereignis. Wir sehen jetzt hier, haben wir wieder die Optionsvolumina, die nach oben schießen. Jetzt sehr deutlich mit dem Sieg von Donald Trump, und wie das Ganze sich dann im größeren Kontext darstellt, das sehen wir hier mal. Noch vor 10 Jahren, da war der US-Markt die Hälfte, also 50% im MSCI World, jetzt sind wir bei 2/3. Wir sehen, dass also die USA maßgeblich zugelegt haben, Japan hat verloren, UK hat verloren, die Schweiz hat zugelegt, Kanada hat zugelegt, nicht zugelegt, sondern die haben alle sozusagen verloren. Schwarze Balken ist ja praktisch das Jahr 24 und der blaue das Jahr 2014. Also das ist im Prinzip kein weltweiter Aktienmarkt mehr. Wir haben die USA und ein bisschen was noch hinten dran hängt. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100. Da sehen wir sind super krass überkauft. Wir sind jetzt an der oberen Begrenzung der Trendlinie. Und das sind die Nasdaq-Aktien, die ja, respektive die Tech-Aktien, die zuletzt wieder so stark getrieben haben. Hier sehen wir mal, wenn wir das Bild ausweiten auf alle Aktien, also alle, die an der New York Stock Exchange gelistet sind, der NYSE Composite, NYA ist das Kürzel. Und auch da sehen wir, dass wir an der oberen Trendkanalbegrenzung sind, an der wir jedes Mal, wenn man dahin kam, dann letztendlich gescheitert ist, interessanterweise. Diesmal ist es anders, zumal die Insider so begeistert sind, dass sie so stark verkaufen wie in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Also da ist natürlich Geld, die haben ja keine Ahnung, die Insider, die wissen gar nicht, wovon die reden. Die Privatinvestoren, die sind jetzt wieder optimistischer. 48,3% nach neuesten Daten sind wieder bullish. In der letzten Woche waren es nur 37,1%. Die Vermögensverwalter, befragt in der NAAIM-Umfrage, haben ein bisschen reduziert von 98, von fast 99% auf jetzt knappe 86%. Also da wurden ein paar Gewinne mitgenommen. Und die Bank of America stellt eine interessante Frage. Naja, okay, was würde denn passieren, wenn jetzt plötzlich Tech und KI, wenn diese Dynamik mal weg wäre? Was soll man denn dann kaufen? Und dann sagt man, ja, da bleibt eigentlich nichts. Also wenn diese KI-Euphorie mal in sich zusammenfällt, und aus meiner Sicht, das ist eine Frage der Zeit, bis das passieren wird, dann wird es schwierig für die Märkte. Hier sehen wir, dass die Profitmargins der großen Tech-Unternehmen eben deutlich besser sind, weswegen man eben auch bereit ist, einen deutlich höheren Preis zu bezahlen. Wir sehen hier das KGV. Ist eben bei diesen großen, bei den 10 großen Werten deutlich höher. Die Top 10 haben eine KGV von fast 30, die anderen von um und bei 19, also deutlich geringer. Wir sehen jetzt, dass diese großen Tech-Werte eben eine wahnsinnige Dominanz haben, über 38% im S&P 500. Und wir sehen, dass aber gleichzeitig die Volumina, die hier gehandelt werden bei diesen Mac 7, in diesem steigenden Markt immer weiter nach unten gehen. Also irgendwas wird da passieren. Wir sind so angespannt in manchen Parametern, und wir wollen jetzt im zweiten Teil mal anschauen, was das alles mit der Restwelt zu tun hat. Also USA, Restwelt, Zölle, Europa, Deutschland, das derzeit ja in einem richtigen Siegeslauf ist, wo wir gar nicht mehr euphorischer werden können, weil die Dinge so super laufen. Diese Kombination mit super Grafiken habe ich für Sie im zweiten Teil. Der Link wieder unter dem Video. Wir sehen uns gleich. Servus, ciao.